ich grüße dich ganz herzlich zum heutigen Video. Mein Name ist Irmgard, schön, dass du auch heute hier wieder mit dabei bist. Unerfüllter Kinderwunsch und finanzielle Existenzangst. Darum geht es heute. Eine weitere Frage, die mir gestellt wurde, und da versuche ich jetzt mal so ein paar Aspekte in dieses kleine Video mit einfließen zu lassen. Ich weiß natürlich nicht genau, was sich dahinter verbirgt. Ich kann jetzt nur mal so ein paar Gedanken dazu äußern, von meiner Wahrnehmung her, als ich so diese Themen oder diese Frage gelesen habe, unerfüllter Kinderwunsch und finanzielle Existenzangst. Wenn wir uns als erwachsene Frau, als Paar dazu entscheiden, Kinder zu bekommen und uns ja einer Babyseele öffnen, um es mal so auszudrücken, dann kann man sich das auch so vorstellen, dass diese Babyseele ja sich schon anschaut, die Familie, in die sie sich hineinbegibt, ob da der Nährboden auch derzeit der richtige ist. Und ich weiß, das klingt jetzt alles hochspirituell und vielleicht ein bisschen abgehoben, aber wenn dich das Thema beschäftigt oder du vielleicht auch gerade diese Frage mir gestellt hast, dann fühl mal in dich hinein, ob es damit etwas zu tun haben kann, dass deine oder eure Existenzangst als Paar so groß ist. Fühl mal hinein, wie sich das für die Babyseele anhört, ob die sich da wirklich willkommen fühlt bei euch oder ob sie sich eher als Störenfried fühlt bei euch, weil ihr solche Ängste habt, dass ihr diese Babyseele, dieses Kind nicht groß bekommt, nicht ernähren könnt oder vielleicht auch solche Einbußen habt, wo ihr sagt, okay, darauf möchten wir nicht wirklich verzichten zum Beispiel, wir hätten zwar gerne ein Kind, aber dann müssen wir auf dies oder jenes verzichten, das fühlt sich auch nicht gut an. Also, das ist ein ganz, ganz breites Spektrum. Das sind so die ersten Gedanken, die mir dazu einfach gekommen sind. Wenn ich mich dazu entscheide, dass ich gerne ein Kind haben möchte, dann darf ich mich auch aus ganzem Herzen dafür öffnen. Und wenn unterschwellig solche Themen wie Existenzängste zum Beispiel eine Rolle spielen, dann kann das natürlich verhindern, eine höhere Instanz, ich habe eben von der Babyseele gesprochen, man könnte das Ganze auch als höhere Instanz bezeichnen, die es einfach verhindert, dass ich als Frau dann eben schwanger werde. Natürlich gehören noch andere Dinge dazu, die man jetzt von frauenärztlicher Sicht kann abklären lassen, aber auch diese Dinge, die ein Arzt aus seiner Sicht eben diagnostiziert, auch diese Dinge können diesen energetischen Ursprung letzten Endes auch haben. Eine Variante ist vielleicht auch, dass man zu sehr verkrampft jetzt unbedingt ein Kind haben möchte, weil es gerade jetzt für einen selbst vom Kopf her am besten in den Lebensplan passt. Aber das scheint hier bei dieser Frage, die mir gestellt wurde, weil sie in diesem Kontext mit Existenzangst steht, weniger ein Thema zu sein, sondern da würde ich eher dazu einladen, in diesem Kontext mal in dich hineinzuspüren, in euch hineinzuspüren, als Paar auch mal in der Richtung miteinander zu kommunizieren. Wie groß ist eure Existenzangst hier und ist die wirklich berechtigt, dass ihr da ein Kind nicht wirklich zu 100% willkommen heißen könnt? Und hier in Deutschland, es gibt keinen Grund, eigentlich hier Existenzängste zu haben. Hier in Deutschland, wir können nicht verhungern. Es ist immer genug da und wir haben so viele Möglichkeiten, uns hier zu ernähren. Und das sind natürlich Dinge, die man nicht unbedingt möchte, dass man auf solche Bereiche zurückgreift, wie irgendwie zur Tafel zu gehen und da sich mit Nahrung zu versorgen. Aber erwähne es jetzt trotzdem mal, einfach mal so als Grundsatz zum Bewusstmachen, dass wir hier in Deutschland nicht verhungern können. Und zudem hängt unsere Existenz ja auch nicht von unseren finanziellen Möglichkeiten ab. Also wir existieren ja auch ohne Geld hier letzten Endes. Unsere Existenz hängt nicht
von unserem Einkommen ab. Natürlich möchten wir einen gewissen Standard haben und möchten uns gewisse Annehmlichkeiten leisten, aber trotzdem sage ich das jetzt hier einfach mal so ein bisschen überzogen, dass die Existenz als solches nicht von finanziellen Mitteln, also vom Geld abhängt. Und nichtsdestotrotz löst das Thema auf, diese Riesenangst, dass ihr ein Kind vielleicht nicht gut versorgen könnt. Es ist immer für alles gesorgt und die Mittel und Wege werden sich auch für euch eröffnen, dass ja auch für die Babyseele eben gesorgt wird. Und dann werdet ihr sehen oder du wirst sehen, wie schnell das dann eben auch klappen kann mit der Schwangerschaft, dass eine Babyseele sich dazu entscheidet, zu euch ins Leben zu kommen. In diesem Sinne, ich hoffe, ich konnte da ein bisschen inspirieren, auch mit dem Video oder diejenigen, die das jetzt auch geschaut haben, du, vielleicht betrifft es dich ja auch oder vielleicht kennst du jemanden, den es betrifft, dass du diese Aspekte, Informationen, Anregungen weitergeben kannst, um da eben zu helfen. Ich danke dir ganz herzlich für dein Interesse und sage Tschüss, bis zum nächsten Video, deine Irmgard.